Damit Ihnen Inhalte wie Bilder oder Videos in Playlisten überhaupt zur Verfügung stehen, müssen sie einmalig in Ihr Kundenkonto hochgeladen werden. Um das zu machen, gehen Sie in die Playlistenverwaltung und wählen Sie anschließend die Inhaltebibliothek aus. Hier haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Ordner anzulegen, um dort Ihre Inhalte entsprechend zu sortieren nach Ihren Wünschen. Sie können auch entsprechende Unterordner anlegen. Das brauchen wir jetzt aber in dem Fall nicht. Wir löschen jetzt mal den Unterordner, gehen in den Testordner und möchten dort Bilder und Videos hochladen. Wir klicken auf das Symbol Hochladen und wählen jetzt ein Bild aus. Warten, bis der Status auf Fertig steht, beenden mit Fertig und jetzt haben wir dieses Bild in die Inhaltebibliothek hinzugefügt. Das heißt, wenn wir jetzt in die Playlistenübersicht gehen, erstellen eine neue Playliste, dann haben wir hier rechts die Inhalte-Menüleiste, können jetzt hier den Ordner Test, den wir gerade erstellt haben, auswählen und können dann den Inhalt in die Playliste ziehen. Und so funktioniert das Hochladen in die Inhaltebibliothek. Gehen nochmal zurück in die Inhaltebibliothek zu dem Bild, das wir gerade hochgeladen haben. Wenn wir mit dem Mauszeiger über dem Bild sind, bekommen wir eine Vorschau. Hier oben können wir unter Bearbeiten den Namen ändern. Achten Sie aber hier darauf, dass Sie die Dateiendung nicht ändern. Metawörter, hier könnte man nochmal Metawörter hinzufügen. Das ist aber nochmal ein eigenes Kapitel. Speichern das Ganze. Jetzt heißt das Bild Test. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Kampagne hinzuzufügen. Wir können hier das Bild wieder runterladen. Wir können es löschen. Und wir können uns hier noch eine größere Vorschau des Bildes anzeigen lassen. Das war es auch schon zur Inhaltebibliothek.